Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Let's Play. Und zwar spielen wir CT Crash Team Racing, ein Spiel aus den 90ern für die PlayStation 1. Absolut geil und ja, ich weiß gar nicht, was man da sonst dazu sagen soll. Einfach, das sollte man eigentlich mal gespielt haben, obwohl vielleicht bei dem einen oder anderen Zuschauer schon das Ganze ein wenig zu alt ist. Ja, vielleicht haben es ja auch manche von euch schon gespielt, keine Ahnung. Ich habe vor, das jetzt mal komplett durchzuspielen. Hier mal ein kleines Intro, da könnt ihr so ein bisschen die Vorgeschichte von dem Ganzen haben und dann kann es losgehen. Seid gegrüßte Wesen dieses Sterns, ich will ein Rennen! Ihr kleinen Erdwürmer, fahrt gern Rennen, was? Ich, Nitrosoxid, bin der Schnellste im All. Ich besuche Sterne auf der Suche nach Wesen, die mein Können testen. Ein Spiel, das ich das Überleben der Schnellsten nenne. So wird gespielt. Ich fordere den Schnellsten von euch zu einem Rennen auf. Gewinnt euer Fahrer, lasse ich euren kleinen Fels in Ruhe. Doch gewinne ich, baue ich hier einen riesigen Parkplatz. Und ihr werdet meine Sklaven. Mach dich jetzt bereit, für deine Welt zu fahren. So, das waren alle Fahrer, eine kurze Vorgeschichte. Jetzt wissen alle Bescheid. Und zwar, wie ihr schon jetzt gerade gesehen habt, wir spielen gegen Davy Jones, also den bekannten Super-Schurken aus Flut der Karibik 2. Und wir beginnen einfach jetzt mal unser Abenteuer. So, die Schwierigkeit passt sich während des Spiels automatisch an, also was heißt automatisch an? Mit weiteren Fortschreiten der Level werden halt die KIs der Fahrer halt immer schwerer. Ja, wir haben gleich Spendicode, Dr. Neocortex, kleiner Tiger, der eigentlich ein großer sein sollte, Coco Bandicode, Engine, wobei ich sagen muss, hier noch Dingo Deal. Wobei ich sagen muss, ich habe damals immer mit Engine gespielt, ich weiß nicht warum, einfach weil mir die Rakete, glaube ich, in seinem Kopf gut gefallen hat. Ich kann es mir auch nicht erklären. Okay, dann haben wir noch Polar und wir haben Bura. Ja, jetzt ist die Frage, mit wem wird gespielt und ich habe mir einfach mal gedacht, Crash Bandicoot, Herrgott, den hat jeder schon überall gesehen, zumindest die aus meiner Zeit kommen, also, oder, Gott, was heißt aus meiner Zeit, mein Gott, man kennt ihn schon einfach zu sehr. Deswegen habe ich mich einfach mal für Bura entschieden, einfach weil ich ihn toll finde. Übrigens, warum da oben jetzt Anfänger beisteht, das kann ich jetzt nicht sagen. Vielleicht weil der Fahrer hier ein Anfänger ist, aber ich glaube nicht, dass der jetzt für Anfängerfahrer gemacht ist. Das kann ich jetzt nicht sagen. Verbessert mich, wenn es so ist. Also, naja, wir nehmen ihn einfach mal. Okay. Lala, wie heiße ich eigentlich? Genau. Na, 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 na. Oh Gott. Es ist so ungewohnt, wieder einen Controller in der Hand zu haben. Normalerweise soll gesagt sein, Demo, no, soll gesagt sein, ich spiele normalerweise keine Konsole und ich bin auch eigentlich kein richtiger Fan davon, sondern das hier ist jetzt wirklich mal eine Ausnahme. Na, hier hatte ich schon mal angetestet, einfach mal überschreiben. Chaka, speichere noch Memory Card, oh mein Gott, ist das alt. Bitte, bitte,
kümmert euch jetzt nicht bei diesem Let's Play um die Grafik, weil dann seid ihr echt aufgeschmissen. Willkommen zur Abenteuerarena. Du kannst hier herumfahren und deine Fahrkünste verbessern. Die Punkte, ja, Sterne auf der Karte, stehen für Warp-Plätze, die zu Rennen führen. Wenn sie blinken, bedeutet das, dass du sie benutzen kannst. Das weiß ich doch. Um zu einer Rennbahn zu gelangen, musst du auf einen Warp-Platz mit aktivem Warp-Wirbel fahren. So kommst du zur Startlinie der Bahn. Um eine Trophäe zu gewinnen, musst du Erster werden. Wenn du mehr Trophäen hast, öffnen sich andere Bahnen für dich. Viel Glück und fahr schnell. Und Warp, Warp. Wir warpen auf Warpity Warpy. So, Bock, Bock, Bock. Ah! Okay. Ich denke, Hiddy sieht das für euch am besten. Dann fahren wir so. Hier ist unser erstes Rennen. Oh Gott, ernsthaft, ich muss mich mal echt noch hier dran gewöhnen. Dieser Controller hier, das ist etwas vollkommen anderes als Maus und Tastatur. Wie ich da drauf komme, keine Ahnung. Okay, Preisrennen. Die Crashbucht. Und zwar geht's in einem Rennen immer um drei Sachen. Erstmal, wir können früher starten. Und zwar einmal Erster zu werden. Dann gibt's noch verschiedene Gimmicks hier. Ihr habt's gerade gesehen. Man kann, so, Abkürzung nehmen. Nein, man kann Waffen einsammeln, diese überall platzieren und alle fahren rein. Besonders dieser Polarbär. Und das ist irgendwo das, was das Spiel so ein bisschen ausmacht. Man kann einfach sich gegenseitig, nicht wie bei, keine Ahnung, Need for Speed oder sowas, einfach nur im Kreis fahren, sondern hier geht es auch darum, sich gegenseitig platt zu machen. Und das macht mir einfach unheimlich viel Spaß. So. Okay, wir bewegen uns jetzt hier vorne nochmal relativ alleine. Das kann einfach daran liegen, dass das hier jetzt noch die erste Strecke ist und ich dauernd Abkürzungen nehme. Was heißt eigentlich nur eine, aber egal. Ihr habt gesehen, sobald man 10 Früchte eingesammelt hat, das sieht man ja oben, ist wunderbar, dann werden die Waffen halt ein bisschen stärker. Hier der rote Trank hier zum Beispiel, da lässt die anderen Fahrer ausrutschen, die fahren da rein und fahren danach ein bisschen bedruddelt und bedröppelt weiter. Weil die Sprengkisten hier, man wird halt einfach hochgejagt. Bei den roten hat man es erst so eine Zeit lang auf dem Kopf und die explodiert dann, man hat da halt nochmal die Möglichkeit, die runterzuwerfen. Und bei den grünen, tja, da explodiert man sofort. Tja, traurig. So, ich würde sagen, wir können jetzt mal so langsam die Ziellinie ansteuern. Das ist ausnahmsweise mal ein Spiel, was mir irgendwie immer noch irgendwo ein bisschen im Blut liegt. Normalerweise die Let's Plays, die ich hochlade, die kann ich eigentlich gar nicht. Ja, ich weiß, das sollte man eigentlich das Let's Play ja nicht sagen, aber egal. Ja, wobei ich stehen geblieben war, es geht halt einmal darum, Erster zu werden. Und gleich hat man die Möglichkeit, noch andere Gegenstände bzw. Aufgaben auf einer Strecke zu absolvieren. Und die werden aber, glaube ich, jetzt hier erst später freigeschaltet. Ich weiß das nicht, das ist schon so lange her. Ich kann das gar nicht mehr sagen. Wir stehen auf jeden Fall auf Platz 1! Ja! Pur auf Platz 1, kleiner Tiger auf 2 und Dingo Deal auf 3. Ja, einfach mal, wie geil sind! Oh Gott. Bitte geh weg. Je mehr Wumperfrüchte du sammelst, desto schneller fährt dein Kart. Wenn du 10 Wumperfrüchte zusammen hast, hast du mehr Saft und deine Waffen werden stärker. Ja gut, dass die Waffen stärker werden, das wusste ich, aber unser Auto wird dann auch schneller. Aha, vielleicht sollte ich das mit zu Herzen nehmen. So. Die Strecke haben wir abgeschlossen. Jetzt können wir die erst wieder befahren, wenn wir den ersten Boss besiegt haben. Dafür der Schlüssel. Muss mal gucken. Ah, und auf der Minikarte können wir die nächsten hier hinten finden. Hinten finden! Oh Gott, David Jones, wir machen das sowas von platt. Oh Gott, was habe ich? Habe ich schon wieder irgendwie Koffein zu mir genommen oder? Oh Gott. Was ist das? Was ist eigentlich das für ein Pulver hier? Und warum bin ich so aufgedreht? Okay. Nee, das liegt einfach dran. Ich freue mich so, dieses Spiel hier zu spielen. Das sind
absolut Retro-Erinnerung. Damals als kleines Kind hätte das hier gespielt, wie doof. Und das ist einfach toll, das jetzt hier ins Laufen gekriegt zu haben. Das, ihr glaubt gar nicht, wie schwer das ist. Scheiß Emulatoren! Haha! Wuhu! So. Nep. Wir springen um die Ecke und. Ey! Das mag ich gerade mal überhaupt nicht. Okay, wir müssen mehr schlittern. Ja, man kann, wenn man so ein bisschen auf der Seite fährt, hat man die Möglichkeit, wenn man rechtzeitig im Takt unten mit dem kleinen Balken, der sich dann auffüllt beim Schlittern, wenn man dann halt rechtzeitig drückt, kann man einen kleinen Schub erhalten. Was irgendwie sehr, sehr gut ist, um später auch Abkürzungen zu nehmen. Dazu kommen wir aber noch. So. Oh mein Gott, ich muss mich doch mal hier dran gewöhnen. Yay! Da hätte ich was noch geht, da habe ich eine kleine Schutzblase. Da können wir uns auch gerade mal noch ein paar Früchte holen. Ja, wie gesagt, wir versuchen hier einen 100% dran zu machen. Also das heißt, wenn ihr irgendwo fragt, verdammt nochmal, wo kriege ich das her? Ja, hier im Display zeige ich. Und wenn ihr euch denkt, verdammte Axt nochmal, wer will denn den Scheiß hier noch spielen, dann guckt euch einfach an, weil ihr Spaß dran habt, oder... Keine Ahnung, mir ist egal. Guckt euch auch nicht an, das ist mir eigentlich wurscht. Ich will es auf jeden Fall gern spielen. Wuhu! Tschakka! Ja, wir holen uns mal gerade noch alle Früchte komplett. Warum zum Teufel hängen die mir da unten schon wieder so nah hin dran? Wir versuchen die mal ein bisschen auf Abstand zu halten. Na komm! Meep, 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 meep. Boom! Ah, schön. gut zu wissen, dass man auf den ersten Platz ist. Wow! Oh Gott. Ja, mein alter Charakter auf Platz 3 ärgert sich ein bisschen die Rakete in den Kopf. Glückwunsch! Ist das schön hier? Eine Trophäe. Oh Gott. Och nein, geh weg. Ärger mich nicht. Wenn dir eine TNT-Kiste auf den Kopf fällt, fang sofort an zu hüpfen. Wenn du schnell genug reagierst und genug hüpfst, fällt die Kiste von deinem Kopf, bevor sie explodiert. Gut zu wissen. Yeah! So, wir fahren zur nächsten Strecke. Wow! Geheime Höhlen! Oder Geheimhöhlen, oh Gott. Hoelen! Geheimhöhlen! Ja, wir wissen, dass wir fahren jetzt hier eigentlich nur dieses Rennen zum Verständnis halt, um den besten Fahrer jetzt zu ermitteln von uns allen. Und der Beste, der darf dann zum Schluss die Welt repräsentieren. Obwohl, glaube ich, dann sowieso alle wieder da mitfahren. Ich weiß gerade nicht. Nee, doch. Fährt wirklich nur einer, der repräsentiert dann zum Schluss die Welt. Und, ja. Das wäre schon ganz toll, wenn wir das sind. Nein! Aber dafür dürfen wir so eine Scheiße hier nicht machen. Ey, zweiter. Was soll das denn hier? Tschakka! Wir sammeln alles ein. Oh yeah. Aha, und nein. Ah, sogar einen getroffen. Ey, das gibt's doch nicht. Okay, wir geben Stopp und Stopp und Stopp und Stopp. So. Ah, scheiße, die hätten wir jetzt eigentlich erstmal, oder? Ah, verdammte nochmal. Pium! Ah, zacka! Oh, schön. Hier kann man so schön rumhüpfen. Wie die eigentlich das Kart genau anheben, weiß ich noch nicht. Vielleicht haben die das irgendwie... Nee, ich sag's lieber nicht. Verdammt. Werden hier schon wieder Sachen angedeutet. Nein, hört auf, darüber Gedanken zu machen. Wie gut die mit diesem... hier hüpfen können. Dann lag's nochmal. So. Okay, wir schnappen uns die Kisten und holen uns hier noch ein paar Früchte. Einfach weil es voll ist. Ja! Die hängen sofort so schlimm irgendwie unterm Arsch. Das macht mir so ein bisschen Sorgen. Normalerweise fahre ich lieber hier vorne ganz alleine. Also ganz, ganz alleine. So,
Wir sammeln einmal ein und besiegen Davy Jones. Na, 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 na. Was will dieser Davy Jones eigentlich von uns? Und warum zum Teufel ist er in einem Raumschiff und nicht einfach nur in einem einfachen Schiff? Ah, okay, ich verstehe. Gewisse Ähnlichkeiten gibt's ja. Okay, und einmal die hier. Am besten direkt auf die Kiste abgelegt, damit auch wirklich jeder einmal drüber fährt. Da auch noch. Und einmal hier noch direkt beim Hochfahren. Zack. Einfach, weil es so mehr Spaß macht. Na komm schon. Ah, scheiße, nicht schnell genug. Pop. Aha. Ah, guck mal hier, die letzte war sogar die beste. Jedes Mal ein bisschen besser. Wir machen das so nach dem Rewe-Prinzip, was eigentlich total stumm und erlogen ist. Jeden Tag ein bisschen besser. Wir machen es jede Runde. Geilomat. Und Panam ist sogar auf dem zweiten Platz. Wie schön. Was sind die denn also knuffig hier? Ja, also einen anderen hätte ich auch nicht nehmen dürfen. Als echter Furry, da muss man natürlich bei seinesgleichen bleiben. Du gewinnst eine Trophäe. So, drei Trophäen haben wir. Und nochmal der. Gibt's auch nicht. Du kannst Turbo gleiten, wenn du springst. Je länger du in der Luft bist, desto stärker wird der Turbo beim Landen. Versuch für starke Turbos, länger in der Luft zu bleiben, indem du mit der R1-Taste von Sprüngen hüpfst. Geh endlich weg!